Das letzte Mal bei Sherlock Holmes. Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Wer sind Sie? Sie sind Alice, ja? Hören Sie, Holmes hat einen Verdacht. Von was reden Sie denn da? Sie müssen diskreter sein bei Ihrem Spielchen mit seiner Tochter. Nein, nein, nein! Zu schwach, Holmes. Aber Sie sind Mr. Holmes. Was zum Teufel? Sehen Sie. Heiliger Geist, schütz die Töpfe vor Dämonen! Heiliger Geist, schützt die Töpfe. Ich kann nicht mehr. Ist es ein Detective-Thriller oder ist es eine Komödie? Ich weiß es nicht mehr. Und so geht es weiter. Dann wollen wir mal schauen, was Lestrade so alles tun kann. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes and the Devil's Daughter. Hey. Guten Tag, Constable. Ist Inspektor Lestrade da? Inspektor Lestrade ist in seinem Büro. Ja gut, dann werden wir mal mit Inspektor Lestrade, nicht Lestrade, reden. Ja, ich habe ihn falsch benannt. Ist hier irgendwas drin, was ich gebrauchen könnte? Irgendwas Interessantes? Nö. Schade. Ich hab's gehofft. Komme ich da rein? Tatsächlich. Hey! Steht's zu Diensten, Mr. Holmes? Wer sitzt denn da? Niemand, der mich interessiert. Gut, Lestrade. Mr. Holmes, Sie leben noch. Und das erfreut Sie nicht besonders. Ah, da täuschen Sie sich aber. Ich würde gern beide Verdächtige festnehmen. Lestrade, ich habe zwei Verdächtige, Jack Cole und Percy Fleming. Können Sie sie festnehmen? Natürlich, Mr. Holmes. Ich werde sofort den Befehl erteilen. Inspektor, die Verdächtigen wurden festgenommen. Bitte sehr, sie gehören Ihnen. Bedanken Sie sich nicht. Was ist mit ihm los? Seit wann ist er so nett? Verstehe ich nicht. Gut, ich würde gern beide befragen. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Jack, der Hammer Cole. Lang ist's her. Warum bin ich hier? Tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht wüssten. Sie werden des versuchten Mordes an mir verdächtigt. Blödsinn. Wie früher, was? Sie verhaften mich, haben aber nichts gegen mich in der Hand. Nichts? Wie wäre es mit Rache für das, was wegen mir und Ihrer Bande passiert ist? Oder mit Ihrem Bruder? Reden Sie ja nicht von meinem Bruder. Erstmal schaue ich mir dich an. Du hast Wunden überall, Narben aus einem Kampf. Okay. Du hast eine sehr schiefe Nase. Eine dicke Kette, teuer. Du hast also Geld. Tattoos ohne Ende. Banditentätowierung. Ein Ring mit Hammer-Symbol. Na, der Hammer. Er ist selbstverliebt. Ist kein Freimaurer. Knöchelverletzung. Wahrscheinlich in einem Faustkampf verwickelt. Das würde zu dem Kampf passen. Ungenaue Analyse. Was? Jacko ist der Anführer der Westminster-Bande und besitzt eine illegale Spielhöhle. Seine wertvollen Gegenstände legen den Schluss nahe, dass er ein wohlhabender Mann ist. Sein Leben ist von Kämpfen geprägt. Der Hammer ist ein Faustkämpfer. Jacko ist ein stolzer Mann, der gerne damit angibt, der Hammer zu sein. Verdammt, er geht zum Boxen. Egal. Über die Bombennacht. Wissen Sie, was in der Baker Street passiert ist? Weiß ich. Aber ich hatte nichts damit zu tun. Wo waren Sie zu der Zeit? In meiner Kneipe. Die ganze Nacht. Klar. Wer war der Mann mit der Hasenscharte? Ich war in Ihrer Kneipe und sah einen Mann mit Hasenscharte, der sich mit Ihnen treffen wollte. Was wollte er? Was er wollte? Er ist ein Stammgast, das ist alles.
Und was ist in dem Koffer gewesen? Und was ist mit dem Koffer, den Ihr Stammgast Ihnen gebracht hat? Von welchem Koffer faseln Sie? Stopp! Die wertvolle Beute. Na, dem voller gestohlenem Silberbesteck, den ich in Ihrem Geheimraum gefunden habe. Was? Wie? Sie waren im Geheimraum? Das ist nicht gestohlen. Ich kaufe und verkaufe oft verschiedene Sachen. Das ist alles ganz legal. Klar doch. Ganz bestimmt. So, aber jetzt kommen wir mal wieder zu Ihrem Bruder. Was Ihrem Bruder widerfuhr, war ein bedauerlicher Unfall. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist wohl kaum meine Schuld. Was? Sie Bastard! Sie sind dafür verantwortlich, dass er ein Krüppel ist. Er war unschuldig. Ein Unfall also. Ha! Ich kann es kaum erwarten, dass Sie mal einen Unfall erleiden. Quod erat demonstrandum. Das ist alles? Wenn ich Sie umbringen wollte, wären Sie schon längst tot. Okay. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Percy, der Pfeil Fleming. Ach Gott, der Versager. Versager? Sie wissen doch, was in der Baker Street vorgefallen ist. Als Versager würde ich mich da nicht bezeichnen. Geht mir sonst wo vorbei. Wir schauen uns dich auch mal an. Du hast ja auch eine Narbe. Das sieht nicht aus wie eine Kinderverletzung. Habe ich hier oben irgendwas? Nö. Modebewusst, würde ich sagen. Sieht sehr modisch aus. Tätowierung aus dem Westgate-Gefängnis. Interessant. Was haben wir noch? Ringe. Prahlerisch. Diesmal war es nicht ungenau. Percy Fleming, auch unter dem Namen Der Pfeil bekannt, ist der Anführer der Wolfhoof-Bande und betreibt mehrere Bordelle. Seine Geschäfte laufen gut. Er ist ein wohlhabender Mann. Fleming ist eine modebewusste und exzentrische Person, die auf ihr Äußeres gut achtet. Die Narbe in seinem Gesicht stammt höchstwahrscheinlich aus einer der zahlreichen Bandenfäden, in denen er verwickelt war. Der Pfeil hat 7 Jahre im Westgate-Gefängnis gesessen und befindet sich erst seit kurzem auf freien Fuß. Wo waren Sie in der Tatnacht? Was haben Sie vor 2 Tagen um ca. 1 Uhr nachts gemacht? Ich war im Weißen Schwan. Im Weißen Schwan? Also in Ihrem Bordell? Das zählt nicht wirklich als Alibi. Für was brauche ich ein Alibi? Habe ich das nicht schon gemacht? Ja, ich habe das doch schon gemacht. Naja, für Jeremiah vielleicht. Sagt Ihnen der Name Jeremiah vielleicht etwas? Nie gehört. Wirklich? Weil Sie haben ihn bedroht. Was ist mit diesem Drohbrief, der Ihre Unterschrift trägt? Ach, jetzt erinnere ich mich. Drohbrief? Ach was. Der soll ihn nur an seine Schulden erinnern. Nur eine kleine Summe. Aber es geht ums Prinzip. Woher kennen Sie ihn? Er kommt immer wieder vorbei und bettelt um Arbeit. Er redet Unsinn. Ist nicht ganz dicht. Was haben Sie mit Jack Cole zu tun? Machen Sie Geschäfte mit einem Jack, der Hammer Cole? Ja, mache ich. Er bringt ab und an Mädchen vorbei. Aber er ist dumm. Ein hitzköpfiger Clown. Nun, an Ihrer Stelle würde ich mir Sorgen machen. Ja? Er hat erzählt, was Sie seinem Bruder angetan haben. Und kurz gesagt, er hasst Sie. Ja gut, aber das wissen wir ja schon. Wir haben neue Hinweise. Er mag mich nicht, weil irgendwas mit dem Bruder passiert ist. Jack der Hammer Cole hat ein starkes Motiv, mich zu töten. Er will sich für die schwere Verletzung an ihn rächen, die sein Bruder bei einem von ihnen organisierten Polizeieintritt erritt. Jetzt könnte man natürlich sagen, Jack Cole ist schuldig. Aber das will ich noch nicht sagen. Was kann ich noch so umgucken?
Die Scotland Yard Wache, die Sachen. Ach, stimmt, kann ich ja noch anschauen. In den Smoke muss ich jetzt nicht, aber in den Evidence Room. Was haben wir denn hier? Ein Schlagring. Wie einfallsreich für einen Schläger. Na, der Hammer halt, ne? Einmal öffnen. Ein paar Zigaretten. Recht teure Zigaretten. Hat wohl Geld. Kann man den öffnen? Nun, das ist geschmacklos. Oh. Das ist eine Frau, okay. Hm. Ich dachte, den kann man öffnen, dass da ein Messer rauskommt. Bitte was? Sieht nach kodierten Notizen aus. Ach, die nehme ich einfach mit. Ja, warum nicht, ne? V. Eine Spintria. Eine Bordellmünze aus dem antiken Rom. Bestimmt als Glücksbringer. Ja, ich würde das gerne untersuchen. Und ich würde gerne nochmal mit Jack Cole reden. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Wie ist Ihr Verhältnis zu Percy? Beziehungsweise ich will erstmal nochmal was ändern. Und zwar würde ich das hier gerne ändern. Da unten. Er ist nämlich Boxer. Anscheinend. Kann ich das noch ändern? Nein, kann ich gar nicht. Ich kann das nicht ändern. Das ist schade. Okay. Wie ist Ihr Verhältnis zu Percy? Sagen Sie, welche Geschäfte machen Sie mit Percy Fleming? Was? Gar keine Geschäfte mache ich mit dem. So? Oh. Sie versorgen ihn doch mit Mädchen. Das hat er gestanden. Na, dann lügt er. Hey, warum sagst du denen, dass ich dich mit Mädchen versorge? Hä? Wovon redest du da? Will ich noch mal mit ihm reden? Nee, ne? Brauche ich nicht. Ja gut, dann bedeutet das, diese Kodierung einfach mal zu entschlüsseln. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück nach Hause. Haben wir irgendwelche? Nee, haben wir nicht. Ich muss diese Kodierung hinkriegen. Mal schauen, im Archiv soll was sein. Verschlüsselte Notizen. Kodierungen. Wo könnten Kodierungen sein? Der Text ist verschlüsselt. Offenbar mit der Cäsar-Verschiebung. Das sollte kein großes Problem sein. Cäsar-Verschiebung. Was ist denn die Cäsar-Verschiebung? Elementar. Schuldner, Geldzins, Richard Franklin, Joseph Walter Whitehead, Jeremiah Thorne. Es ist ein Schuldenbuch. Und Jeremiah befindet sich auch auf der Liste. Rein in die Kutsche! Schnell! Und nicht schon wieder. Ich muss einen Weg hineinfinden. Das war nicht schwer. Da beobachten, wenn ich. Ich will da jetzt nicht. Eine Maske. Diese chinesische Maske ist recht alt.
Nein, Moment. Das ist nur eine gute Kopie. Okay. Wir können damit durch Wände gucken. Wow. Ich würde mich aber tatsächlich gerne überall umgucken. Nicht, dass ich hier was verpasse. Das heißt, ich werde ihm gleich folgen, um einfach nicht von ihm gesehen zu werden. Gut, das ist gelöst. Jetzt kommt der nächste. Hier ist irgendwo der nächste. Da hinten. Und dem muss ich ausweichen, ohne selbst von der anderen Seite gesehen zu werden. Hui. Ein Kinderspiel. So, wir warten jetzt kurz hier. Und dann gehen wir mal nach dort. Also noch nicht den Weg entlang zum Haus, sondern wir gehen mal weiter nach rechts. Dreh dich um. Tschüss. Weil hier scheint ja auch irgendwas zu sein. Dort hinten ist jemand, hier ist jemand. Ich hoffe nur, der kommt jetzt nicht zu mir. Nein. Der andere. Shit, der kommt zu mir. Warum kam der zu mir? Es gibt's doch nicht. Okay, nochmal das Ganze. Gut, dann weiß ich ja jetzt so, wo ich mich nicht verstecken kann. Gehe ich einfach ein paar Schritte weiter und verstecke mich hier. Weil ich momentan nicht weiß, wie der da hinten läuft. Den sehe ich halt einfach nicht. Den sehe ich ja. Ah, jetzt. Okay, der scheint auf der anderen Seite des Grabes zu sein. Hier so eine Wache auf dem Friedhof zu sein, ist, glaube ich, auch nicht gerade das Beste, was man als Job haben möchte. Okay, du läufst so. Wie weit läufst du? Nur bis hier. Gut. Aha, was haben wir hier? Nichts Interessantes. Okay, dann warte ich mal ganz kurz hier und gucke, wie weit er läuft. Ob er mich hier sieht und so weiter und so fort. Da kommt er wieder. Und jetzt folgen wir ihm. Und nach rechts vorbei. Gut. Sind wir wieder ein Stück weitergekommen. Gefällt mir. Was haben wir denn hier? Ein altes indisches Ritualmesser. Tuli. Nehme ich mal für Lestrade mit. Ein altes. Ja, nimm's doch mal mit. Tuli.
Gut, ich glaube, wir haben es geschafft. Lässt du mich rüber? Danke. Boah, ist das Wasser laut. Oho. Okay. Wir sind bis hier fest verschlossen an die Kirche gekommen. Ich glaube, das ist eine Kirche. Ja. Eine Kirche. Keine eine Kirche. Die Tür ist offen geblieben. Kratzer. Panikreflex. Blut. Frische Spuren. Hohe Gewalt. Hier gab es einen Kampf. Wild hat sich gewehrt, aber jemand oder etwas überzeugte ihn, es sein zu lassen. Ein Hund vielleicht. Oder eine Miezekatze. Du weißt es auch nicht, Pferd? Du weißt es nicht? Ne? Okay. Ja, ich hätte auf deine Kooperation gehofft, Pferd. Wir sehen uns noch vor Gericht. Gut. Na super. Jetzt darf ich hier nochmal schleichen ohne Ende. Da hinten ist irgendwas, da will ich dann auch hin. Was ja, glaube ich, nicht so schwer ist, da hinzukommen. Wuhu! Wir gehen mal so schnell. Rubin, Amethyst, Smaragd. Alle gefälscht. Nein, du siehst mich nicht. Warum sieht mich jeder? Da bewegt sich was. Ich hab was gehört. Hä? Könnt ihr das mal lassen? Da war nichts. Also doch, ich war hier, aber ihr sollt ja nicht. Die Vermutung, ich muss hier einmal rein. Nein. Komme ich hier nicht hoch? Also lag ich falsch, okay. Das ist doch... nervend aufregend. Nein, eigentlich nicht. Gut, jetzt gehen wir aber hier lang. Hier ist auch eine Leiter, die wir hochklettern können. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Aber wir können die Leute umgehen. Naja, nur ein Stück. Die Frage ist, wo muss ich hin? Ich gehe jetzt einfach mal hier auf die andere Seite, in der Hoffnung, dass hier irgendwas Interessantes für mich ist. Ist es natürlich nicht. Das heißt, es bringt mir gar nicht so viel, hier zu sein. Bitte seh mich nicht. Dann folge ich dir ein Stück. Die Klappe, Handy. Oh Gott, immer wieder. Und ihr Krähen haltet auch die Klappe. Oh, ich sneaky Bastard. An allen vorbei.
Das hier sieht aus wie von einer antiken Rüstung einer griechischen Wache. Vermutlich nicht echt. Da hinten geht's hoch. Sieht der mich nicht? Der sieht mich nicht. Ein Gongschlag würde die Wachen anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Ja, dann werde ich ihn nicht nutzen, ne? Oder muss ich ihn nutzen, um dann hier... Ja, ich muss ihn nutzen. Okay, ich habe eine Idee. Es könnte aber auch ganz schlecht werden. Wollen wir mal? So, und wenn ich jetzt schnell bin... Oder die ganz langsam, eins von beiden. Dann kann ich jetzt hier runter und dann raus. Und geschafft. Hey, aber was? Lassen Sie uns verschwinden. Warum haben Sie das getan? Dass Sie hier sind, Lestrade. Was ist passiert, Mr. Holmes? Wir kommen vom verlassenen St. Patrick's Kloster. Dort traf ich auf eine Gruppe von Banditen, die mich umbringen wollten. Schon wieder? Ich schicke unsere besten Männer los. Nun, es wird wohl niemand mehr dort sein, aber wenn Sie sich beeilen, können Sie vielleicht noch die Beute Ihrer Raubzüge finden. Verstehe. Und ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie Mr. Wilde hier im Auge behielten. Aber Holmes! Du hast jemanden erstochen! Jod. Wild, bitte erinnern Sie sich. Das kleinste Detail etc. Ich erinnere mich nur daran, wie die Banditen rochen, die mich entführt haben. Und dieser Jeremiah jammerte darüber, dass er für der Keil arbeitet. Sie meinen wohl der Pfeil. Egal, Jeremiah sagte, sie sollten alle warten, bis der Keil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Wir verbinden wieder. Oh Gott. Hat ihn getötet. Ich hoffe, es war Notwehr. Ich hoffe es wirklich. Die Drohungen gehen auf die Schulden zurück. Möglicherweise hat Percy der Fleming Jeremiah seine schmutzige Arbeit erledigen lassen, weil Jeremiah ihm viel Geld schuldet. Es wäre eine Möglichkeit. Es wäre durchaus eine Möglichkeit. Das klingt halt glaubwürdig. Aber dann passt das hier nicht. Das kann halt wirklich auch gut sein, dass der Fall schuldig ist. Weil der scheint ja so... bisschen falsches Spiel zu spielen. Frage ist, will ich jetzt mit ihm reden? Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden. Das hier stört mich, dass das hier noch so offen ist. Aber ich würde sagen... Fleming ist schuldig. Percy Fleming hat Jeremiah gezwungen, die Schmutzarbeit für ihn zu erledigen. Andernfalls wollte er seine Schwester ins Bordell schicken. Es klingt tatsächlich so, als wäre das Jeremiahs Idee gewesen. Also es war Jeremiahs Idee, sie für Percy Fleming zu töten. Damit wollte er Fleming dazu bringen, ihm seine Schulden zu erlassen. Der Pfeil wurde manipuliert und sollte nicht ins Gefängnis.
Ich weiß nicht, ob er nicht ins Gefängnis soll, aber es klingt so, als ob er schuldig, als ob er nicht schuldig ist. Yep. Das ist meine Entscheidung. Percy Fleming, Sie werden der Verschwörung zum Mord angeklagt. Was? Doch das Ganze war nicht Ihre Idee, sondern die von Jeremiah Thorne. Aber dennoch... Er erinnerte Sie an Ihren alten Groll und überredete Sie. Er würde mich töten und Sie würden seine Schulden vergessen. Sie stimmten zu. Er zwang mich... Angesichts dessen dürfen Sie gehen. Richtig. Er hat alles geplant. Er hatte alle Fäden in der Hand. Gehen Sie. Der Versuch, sie in die Luft zu sprengen, war die Idee von Jeremiah. Er manipulierte Percy Fleming dahingehend, dass er ihm die Schulden erlassen würde für ihren Tod. Percy Fleming ist eher ein Opfer bei dieser Sache. Deswegen haben sie sich dagegen entschieden, dass er ins Gefängnis geht. Es scheint richtig gewesen zu sein, aber nur 3% aller Spieler sind derselben Entscheidung. Also haben dieselbe Entscheidung getroffen. Gut, wir werden jetzt einen kleinen Einblick ins nächste Kapitel bekommen. Holmes, finden Sie sich damit ab. Sie müssen sich ernsthaft mit Kate über Ihre wirkliche Herkunft unterhalten. Niemals. Keine Ausreden. Sie wird bald genug erfahren, dass Alice fortgeht. Und das andere Geheimnis wird sie Ihnen nicht verzeihen. Sie muss den Grund nicht kennen. Nicht? Sie wird Sie für Alice' Abreise verantwortlich machen. Wollen Sie das? Nein, ich will das... Kate hat recht. Ich mache immer das Falsche, wenn es um Sie geht. Hören Sie, wenn wir in der Baker Street sind, werde ich Ihnen dabei helfen. Fahrer, warum halten wir an? Die Straße zum Platz ist blockiert, Sir. Warum? Es gab wohl einen schlimmen Unfall. Na, wunderbar. Gehen wir, es könnte Verletzte geben, die Hilfe brauchen. Die Pupillen sind verkleinert, bewegen sich aber. Er ist noch am Leben. Das ist gut. Er atmet nicht mehr, sein Herz schlägt nicht. Ich muss ihn schleunigst retten. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Halten. 1, 2, 3, 4, 5. Halten. 1, 2, 3, 4, 5. Halten. Komm, Watson, du schaffst das. Wir holen ihn wieder zurück. Gott sei Dank. Er wird überleben. Super. Holmes, stehen Sie nicht herum. Tun Sie etwas. Mir geht's gut, danke. Gut, Ihnen geht's gut. Untersuchen. Keine Wunden oder Verletzungen. Das ist ein Fall für Watson. Okay. Watson, schnell rüber da. Aber er ist nicht so wichtig, warte, wie er hier. Umgefallenes Regal. Was noch? Schnell. Bewusstloser Mann, muss rausgeholt werden. Ja? Ja? Einmal mit Regenwasser. Lodernes Feuer, zu heiß zum Betreten. Gut. Gib mir das Wasser. Ach, jetzt bleibt doch nicht hängen. Schnell, hol ihn raus, hol ihn raus. Fuck. Okay, wir haben es nicht geschafft.
Bei ihm ist alles gut. Bei ihm ist alles gut. Dann machen wir ihn als nächstes. Muss rausgeholt werden. Türgriff fehlt. Kann nicht geöffnet werden. Türscharnier könnte aufgebrochen werden. Wir haben eine Axt hier. Nimm die Axt. Gut. Oh, scheiße. Wir haben einen verloren. Oh, shit. Was ist das denn? Jetzt kommt das nächste schon. Er muss da weg. Den müssen wir gleich wegschicken. Den anderen. Und noch einmal. Nochmal. Bringen Sie sich in Sicherheit, Sir. Schnell. Oh Gott. Ohne Ihre Hilfe wäre ich gestorben. So, ihm geht's gut, ihm geht's gut, ihm geht's nicht so gut, ihm geht's, wie geht's ihm? Können wir ihn rausholen? Beine unter, eingeklemmte Beine. Massive Eisenkarosserie, hohes Gewicht. Holzstange, Hebel. Nicht verletzt, okay. Wir hebeln ihn schnell raus. Schnell! Kommen Sie raus da. Wir haben Sie. Alles gut? Was mit dir? Helfen Sie mir bitte. Mein Bein. Watson kann hier sicher viel besser. Ja, das ist für Watson. Wie sieht's dem da hinten aus? Watson, das ist... Watson? Ne, mit dem ist noch alles gut. Leichte Blutung. Pferd liegt auf dem Bein. Gerüst drückt auf Pferd. Handsäge kann Gerüst durchsägen. Schnell das Gerüst durchsägen. Wo ist die Säge? Gib mir die Säge. Verdammt nochmal. Okay. Schneller! Voll aufs Pferd drauf, na super. Und jetzt ziehen wir dich ein bisschen. So. Danke für die Hilfe. Dir haben wir geholfen? Helfen Sie mir bitte! Mein Bein! Ich bin Arzt. Lassen Sie mich mal schauen. Erstmal die Verletzung. Das tut weh. Das ist eine hässliche Wunde. Die Knochen sind wohl heil. Ich denke, ein Notverband sollte vorerst reichen. Einen Moment, ich hole alles notwendig. Der bleibt so schön ruhig. Das gefällt mir. Ich lege jetzt den Verband an. Wo denn? Wo denn? Ach so. So kann ich das noch nicht verbinden. Ach nein, warte mal. Ich brauche Holz. Pack Holz ran. So kann ich das noch nicht verbinden. Brauche ich noch das andere Stück Holz oder wie? Tatsächlich. Das ist ein Notverband. Okay. Jetzt muss ich mal nach hinten rennen. Ich will ihn nicht tot sehen. Den Typen da. Gut. Hier nochmal helfen. Keine sichtbaren Verletzungen. Vielleicht hilft ja Ammoniak. Ammoniak, okay. Alles gut. Und der letzte ist da hinten. Au, meine Schulter! Ich bin Arzt. Dürfte ich mir Ihre Schulter mal ansehen? Wir haben leider nicht alle gerettet. Was? Drehen Sie sanft den Arm, um die beste Position mit dem geringsten Druck zu finden. Ah! So, oder? Vielen Dank für die Hilfe. Wir haben nicht alle gerettet.
Schade. Holmes, da wurde wohl jemand festgenommen. Vielleicht ist es ja die Person, die für das hier verantwortlich ist. Möglichst viele Opfer retten. Leider nicht alle. Aber wer diese Person dort ist, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Von Sherlock Holmes and the Devil's Daughter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal.